Ich habe hier so helle Mosaiksteine aus Glas. Die werde ich jetzt erstmal mit weißer Acrylfarbe bemalen. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, nehme ich Deko-Patchpapier und reiße mir so einzelne Stücke aus, die ich dann anbringen werde. Erst auf den Mosaikstein, dann kommt das Papier da drauf. Und wir geben etwas von dem Deko-Patch-Kleber drüber. Das Papier, was hier übersteht, schneide ich dann noch ab. Ihr könnt auch ganz normales, dickes Papier nehmen und da drauf kleben. Ich reiße mir hier wieder ein paar Stückchen aus. Und klebe sie auf den Mosaikstein. Wenn ihr das gemacht habt, nehmt ihr wieder eure weiße Acrylfarbe und malt da drüber, damit das so ein bisschen in den Hintergrund tritt. Wenn die Farbe dann getrocknet ist, kann es mit dem Stempeln losgehen. Ich habe hier Musiknoten. Da werde ich mit einem Stempelstift nur einen Teil einfärben. Bei diesem Stempel mache ich das Gleiche, da werde ich nur diesen oberen Teil einfärben. Und das Gleiche mache ich auch mit diesem Stempel, da werde ich jetzt nur diese kleine Uhr einfärben. Weiter geht's mit diesem Stempel.
Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann noch einzelne farbliche Highlights setzen. Ich nehme hier einfach einen Stempelstift, ihr könnt aber auch normale Acrylfarbe nehmen und setzt da ein paar Akzente. Dann nehmt ihr schwarze Acrylfarbe und rahmt das alles ein. Das gleiche könnt ihr natürlich auch mit Pappe machen. Da könnt ihr euch einfach unterschiedliche Formen ausschneiden. Wenn die Farbe jetzt getrocknet ist auf euren Kacheln und auf eurer Pappe, nehmt ihr Deko-Patch-Kleber und gebt da eine dünne Schicht drüber. Das macht ihr mit den übrigen genauso. Wenn der Deko-Patch-Kleber dann getrocknet ist, nehmt ihr einen Lack mit 3D-Effekt und gebt ihn da drauf. Der wird dann transparent, wenn er trocknet. Dem Rest geht ihr genauso vor. So, ich habe jetzt alles über Nacht trocknen lassen. Jetzt kann man das entweder alles so lassen, zum Beispiel als Dekoration für Karten nutzen oder für andere Dinge, die man verzieren möchte. Oder man macht weiter, indem man zum Beispiel Magnete anbringt. Ich habe hier so kleine, die ich jetzt mit einer Heißklebepistole anbringen werde.
So, dran drücken. Und schon habt ihr einen Magneten.